Herr Natter, es ist Ihnen wieder gelungen, für die Ausstellung Gold unglaubliche Schätze in das Vorarlberger Landesmuseum zu holen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Highlights? Es ist sehr schwierig, weil diese Ausstellung besteht eigentlich nur aus Highlights. Wir wollen mit dieser Ausstellung auch aufmerksam machen, dass der Raum zwischen Bodensee und Chur ein unglaublich reicher Kulturraum war, gerade im Mittelalter. Und wenn wir diese Dinge zeigen können, erlesene Werke der Goldschmiedekunst, Dinge aus dem persönlichen Besitz von Kaiser Karl dem Großen, vom frühen Mittelalter, vom hohen Mittelalter, Dinge, die 500 Jahre alt sind, andere sind 1500 Jahre alt, die älteste Urkunde Österreichs zum Beispiel, die älteste Ansicht des Bodensees, jedes für sich, der Altar von Schloss Glopper, der nach 170 Jahren das erste Mal wieder zurück nach Vorarlberg kommt, der Schrein des heiligen Lucius, es ist ohne Ende hier. Es ist Ihnen auch gelungen, nach der großen Angelika Kaufmann-Ausstellung wieder einen Reiz zu setzen, erneut eine spektakuläre Ausstellung zu besichtigen. Ist Ihnen das ganz besonders wichtig, auch alle Menschen quasi anzusprechen? Was dem Museum sehr wichtig ist, ist sozusagen diese Dynamik des Aufbruches fortzuführen und Ausstellungen zu machen, die mit dem Land und mit diesem Museum zu tun haben, aus dem Museum und aus dem Selbstverständnis kommen, sozusagen aus Vorarlberg heraus, aber immer über die Grenzen hinauszugehen und in diesem Fall die offenen Grenzen des Mittelalters, Konstanz und Chur einzubeziehen, daran zu erinnern, dass das einmal ein sehr vernetzter Raum war und es enge Beziehungen nach St. Gallen gab zum Kloster über Jahrhunderte. Heute haben wir das nicht mehr so präsent, aber diese Ausstellung zeigt das sehr deutlich. Die Ausstellung Angelika Kaufmann hat über die Grenzen hinweg Resonanz gefunden, große Resonanz. Ist Ihnen auch das wichtig? Das Museum über die Grenzen hinaus bekannt zu machen, ist kein Wert an sich. Natürlich freuen wir uns, wenn das passiert. Aber das Wesentliche ist, dass wir Themen finden, die die Menschen ansprechen. Und Themen sind, die relevant sind. Und Themen, wo das Publikum kommt, eine Ausstellung sieht und mit Gewinn das Haus verlässt. Und wenn sie dann darüber sprechen und es zieht andere Menschen an, dann ist es das, was uns freut.